Guten Tag, mein Name ist Rudolf Franz, bin in Wien im 15. Bezirk zu Hause, suche mir jetzt auf diesem Wege eine entzückende liebe Frau. Hauswirtschaftlich sollte sie sein, viel Herz und mit einem Wort, in kurzen Worten gesagt, ein ganz entzückendes liebes Frauchen. Vielleicht habe ich ein Glück und finde sich so eine Frau. Ich selbst bin verwitwet, noch nicht sehr lange. Für meinen Haushalt alleine habe eine schöne Wohnung. Ein kleines Hunderl allerdings, darf ich nicht vergessen zu sagen, habe ich, die ich sehr lieb habe. Wenn Sie vielleicht Katzel oder selbst ein Hunderl haben, dann macht es gar nichts. Herzlich willkommen. Wichtig ist nur, dass wir uns seelisch und herzensmäßig gut verstehen. Dann können wir über alles Weitere sicher in die restliche Zukunft gehen. Wie lange waren Sie denn verheiratet oder mit Ihrer Frau zusammen? Also, gekannt haben wir uns 19 Jahre. Verheiratet waren wir 5 Jahre, 7 Monate, eine Woche. Haben Sie genau, wissen Sie noch genau? Ja, das haben wir alles ganz genau gemerkt. War das so eine große, intensive Liebe? Ja, war es. Ja, meine Ernie. Großartig. Einmalig. Und sie war besorgt um mich. Man hat mit ihr aber alles sprechen können, ich konnte ihr alles sagen. Und suchen Sie wieder so eine eher mütterliche Frau? Ja, auf das Frau, die herzensmäßig eingestellt ist, die das irgendwie auch zum Ausdruck bringt, ihre Liebenswürdigkeit und die nette Art. Und also ich bin halt für sowas empfänglich. Fühlen Sie sich einsam? Aber wenn Sie mich so fragen, das liebende Weibe fehlt. Das fehlt. Ja, das Herz, muss ich sagen, kommt da mit diesem Zustand ganz kurz. Man braucht einen Menschen, den man von Herzen abbusseln und küssen kann. Das fehlt halt alles. Natürlich ist Bett. Selbstverständlich. Selbstverständlich, es fehlt. Es macht sich bemerkbar, dass eben dieser Zustand fehlt. Und es äußert sich in einer seelischen Niedergeschlagenheit ein bisschen so in dieser Richtung. Wie ist das, wenn man sozusagen alleine zurückbleibt in der Wohnung und so? Ja, also die erste Phase, die ersten 2 bis 3 Monate sind arg. Mir hat ja sogar das Frühstück verdrossen. Ich habe immer das Frühstück gemacht. Ich habe immer gesagt, Weib, ich kann schon rauskommen, bin schon fertig, alles. Es ist schon gekommen, auch ein bisschen. Jetzt ist mir gegenüber gesessen. Und das war dann alles so leer, so tot, eine Verlassenheit. Eine regelrechte Einsamkeit breitet sich aus. Was würden Sie gern unternehmen mit Ihrer neuen Frau? Ich würde gern unternehmen, auf alle Fälle, dass wir uns schönen Urlaub genießen. Wohin gehen miteinander, mit meinem Hunderl. Das muss ich heute halt dazu sagen, Frau Despere, das darf ich nicht vergessen. Mir gibt es nur im Zweierpack. Meine Puppe, die ist mein ganzes Herz. Wenn Sie so träumen von einem harmonischen Tag, ja, also so, also Sie haben jetzt sozusagen die Partnerin an Ihrer Seite und es ist, Sie wachen auf gemeinsam und
Was würden Sie da machen? Darf ich Ihnen das ganz offen sagen? Ja. Ein schöner Tag, ein gutes Frühstück, ich mache es. Wir beide wissen voneinander, dass wir uns sehr, sehr lieb haben. Grundvoraussetzung. Wir gehen dann in der Stadt spazieren, machen einen schönen Restaurantbesuch. Kaffee hast dann, gehen nach Hause. Ein wunderschöner Nachmittag beginnt im Schlafzimmer. Das ist für mich der schöne Tag. Und endet auch dort. Jawohl.